liebe Bastelfreunde. Heute fertigen wir eine Hochzeitskerze. Dafür brauchen wir eine Ausstechform in Herzform, klein, 5 Ziffern, 2 Tauben, Ringe Gold, 2 dünne 1 mm goldene Streifen, Glitzersteinchen oder Strass und Wachs in Effekt. Farben. Wer was mag? Wir haben dies. Dafür brauchen wir 2 Streifen. 1 cm breit. Jetzt stechen wir aus 2 Herzen. Wieder unsere blaue Handtuch im Einsatz. Jetzt muss man gucken, dass alles parallel läuft, obere Kante. Und fangen an, fixieren Kerze mit starkem Druck. Jetzt gucken wir, dass die Ringe richtig da drin liegen, zwischen 2 Streifen. Die machen wir noch nicht fest. Erstmal Anprobe. Also, die Streifen müssen gleich beginnen. Und parallel laufen. Mittig fixieren wir unsere Ringe. Die setzen wir leicht schräg. Das lockert ein wenig Motiv auf. So. Jetzt benötigen wir 2 dünne goldene Streifen. Alles auf Seite. Es ist leicht nicht mittig, wir müssen Ringe versetzen. So.
Und jetzt kommt das schönste Teil. Kringel. Noch einmal. So. Und abschneiden. Und dann schauen wir mal imaginäre Verlängerung von den oberen Teilen. Und führen sie ein wenig tiefer. Abschneiden. Und noch einmal. So. Jetzt fixieren wir unsere Tauben, die tragen die Ringe. So. Jetzt setzen wir unsere Herzchen ein. Hier, einmal da, so, jetzt brauchen wir noch zwei Strasssteinchen. Steinchen sind selbstklebend. Die kann man vom Band leicht abtrennen mit Messer. Und jetzt Cuttermesser funktioniert als Greif. Einmal in die Mitte hier. Einmal in die Mitte. Nein. Und so ist das unsere Hochzeitskerze schon mal fertig. Wenn dir unser Video gefallen hat, stell mal Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.